Herzlich willkommen zum DLR Webcast. OmniCap ist ein sogenanntes bioregeneratives Lebenserhaltungssystem. Im Prinzip eine Art geschlossenes Ökosystem, das gemeinsam mit deutsch-russischen Wissenschaftlern auf dem russischen Bion M1-Satelliten durchgeführt werden soll. Die Mission dauert etwa 30 Tage und während der Zeit soll untersucht werden, wie die Schwerkraft oder auch in dem Fall die Schwerelosigkeit auf die Leistungsfähigkeit und Stabilität von so einem System wirkt. Im Prinzip ist das OmniCap ein System aus zwei Aquarien und einem Filtersystem. In dem einen Aquarium befinden sich Mikroalgen, die Sauerstoff produzieren. Diesen Sauerstoff nehmen die Fische auf, die in dem anderen Aquarium sind. Die wiederum produzieren Kohlendioxid, CO2, das dann den Mikroalgen zugutekommt, die dadurch wachsen, Biomasse produzieren. Es werden aber auch Schnecken und kleine Krustazeen, also kleine Krebschen dort sein, die auch als Futter für die Fische zusätzlich dienen. Um das System stabil zu halten, ist es gut, dass sie noch eine zusätzliche Nahrungsquelle haben. Es ist also ein geschlossener Gaskreislauf und wir haben auch sowas wie einen geschlossenen Nährstoffkreislauf. Und genau diese Wechselwirkungen der Organismen miteinander, die sollen in der Schwerelosigkeit untersucht werden. Wir untersuchen vier Sachen im Prinzip. Wir untersuchen das Schwimmverhalten von den Fischen in veränderter Schwerelosigkeit. Wir interessieren uns ganz besonders für das Innenohr und machen daran molekularbiologische Untersuchungen, was sich durch längere Zeit Schwerelosigkeit im Innenohr bei den Fischen verändert und wie das dann auf die Schwerkraftwahrnehmung sich auswirkt. Zusätzlich gucken wir auch noch in die Entwicklung der Knochen oder in die wie stark die Knochen noch sind, weil man weiß ja, bei Astronauten entsteht durch den Aufenthalt in Schwerelosigkeit Osteoporose. Das ist ja auch ein Problem, was viele Menschen auf der Erde betrifft. Vielleicht kann man damit bessere Medikamente entwickeln. Und zusätzlich interessieren wir uns auch noch für das Immunsystem der Fische, weil aus vielen Studien bekannt ist, dass das Immunsystem der Astronauten in Schwerelosigkeit schwächer wird. Und das kann man auch beim Fisch, sind es dieselben Mechanismen und kann die dort sehr gut erforschen. Mich fasziniert eben dieser bioregenerative Charakter. Wenn es uns gelänge, ein sehr gut, maximal perfekt funktionierendes System auf bioregenerativer Basis zu entwickeln, dann könnte man sich jede Menge Masse und damit natürlich auch Startgewicht sparen, damit auch Geld. Wir arbeiten mit Euglena gracilis, das heißt auf Deutsch auch Augentierchen, ist aber kein Tier, ist ein bisschen irreführend der Begriff. Das sind Einzeller, also hier sieht man jetzt wahrscheinlich ganz viele drin. Euglena gracilis ist eine einzellige Alge, das heißt die kann Sauerstoff produzieren und die ist relativ schlau für einen Einzeller. Die weiß, wo oben und unten ist, schwimmt also im Dunkeln nach oben und schwimmt auch zum Licht hin. Und wenn man jetzt da Experimente macht, kann man natürlich das Licht ausmachen, wenn man sehen möchte, wie die Alge aufs Licht reagiert. Aber Schwerkraft ausmachen geht halt nicht. Und da ist es halt dann wichtig, dass wir Möglichkeiten haben, mehr oder weniger lang schwerelos zu arbeiten. Und eine Möglichkeit ist eben dann so ein Satellitenexperiment, wo man dann schon mehrere Wochen Schwerelosigkeit bekommt. So sieht das Experiment aus, sobald der Deckel geöffnet ist. Wir haben hier das Aquarium, hier hinten ist der Teil mit den Algen. Da vorne ist das Kompartiment mit den Fischen und hier ist Ceratophyllum, diese Wasserpflanze, die zusätzlich Sauerstoff produziert. Was wir untersuchen, ist ja eigentlich nicht die Wirkung der Schwerelosigkeit, sondern die Wirkung des Fehlens von Schwerkraft. Und das ist von fundamentalem Interesse natürlich für uns, weil wir nie verstanden haben, wie die Welt eigentlich ohne Schwerkraft funktioniert. Und das sind einzigartige Forschungsmöglichkeiten, die wir uns leisten wollen.
Das war der DLR Webcast.